Hier auch nicht. Hier auch nicht? Ach komm, du wirst doch irgendwo was versteckt haben hier. Kannst du mir doch nicht erzählen. Irgendwie, die Bestechungsversuche nehmen auch in letzter Zeit ziemlich oft zu, ne? Hier ist nichts drin. Aber hier. Auch nicht. Wie kann das denn sein? Jetzt finde ich nur zwei kleine lächerliche Päckchen Kokain. Willst du mich jetzt verarschen? Und Alkohol. Okay. Alkohol und Kokain. Ah, der hat doch bestimmt noch mehr. Da ist auch noch was. Super, heute wieder Koks und Nutten. Im Sonderangebot. So, Stoßstange ist keine Markierung. Da ist noch was. Siehst du, da musst du schon ein bisschen mehr bieten als 650. Vom Pass auf, wir lassen uns bestechen. Und dann weisen wir ihn aber trotzdem ab, weil er die Einreisebestimmungen nicht erfüllt. Und da ist auch noch was. Ja, hat sich schon gelohnt. Das Zeug ist mehr wert, als er uns bieten wollte. Damit müssten wir aber alles gefunden haben, würde ich behaupten. Ich durchleuchte gleich nochmal die Ware. Nur zur Sicherheit. Hier ist nix. Also ist jetzt sonst wirklich nichts dabei. Auch ja. Der hat sich von meiner Frau mit dieser ganzen Nintendo Super Mario Geschichte anstecken lassen. Spielt auch sehr gerne Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. Okay, hier ist aber echt nichts drauf, wa? Nüschte. So, Stoßstangen haben wir gefunden. Kotflügel ist nix. Hier sehe ich auch nichts sonst. Drinne haben wir. Müsste alles gewesen sein, ne? Würde ich sagen, Kollege. Ganz aufräume. Schaff den Müll weg. Schmuggel vereitelt. 5 von 7. Sonnenblende und Frontgrill? Alter, okay, also es ist nicht alles immer markiert. Moin Elli, hallo. Schön, dass du wieder da bist. Was war gestern los? Bist du eingeschlafen oder hast du keinen Bock gehabt, was zu schreiben? Ich frage für einen Freund. Weil sonst bist du ja immer sehr, wie soll ich sagen, bringt sich sonst mehr ein. Soll keine Kritik sein, ist nur eine Frage, ne? Bitte erschieß mich nicht gleich. So, moin. Der nächste bitte. GEW, oha, das ist unser Gas- und E-Werk hier. Der ist vom Gas- und E-Werk. GEW, gelb ist er nicht. Kennzeichen haben wir durch. Gesprungene Scheinwerfer, Kagastam und 42. Gesprungene Scheinwerfer, hat er nicht. Kagastam und 42. Robscharado. Ach so. Ach. So, Kagastam ist nicht. Und 42. Der ist 42. Okay, ich muss dich leider bitten, auszusteigen. Ach, da war ich nur noch Nebensache. Mhm, ich verstehe. Das merke ich mir. So, Kollege, pass mal auf, du. Jetzt hast du hier bestimmt irgendwas unter der Mütze. Dein Bild passt schon mal. Ich durchleuchte erstmal deine Karre. Okay, du bist jetzt schon am Arsch.
Ja, er ist jetzt schon am Arsch. Ist hier irgendwas lose drinnen? Nee, ne? Ich würde gerne erstmal was finden, ohne ihm direkt die Reifen aufzuschlitzen. Aber anscheinend kann ich nicht anders. Dann buchte ich ihn gleich ein. Moment. So. Nicht mit mir, Kollege. Verfolgungsjagd am Arsch. Kannst aussteigen. Die hat nichts dabei. Oh, okay, wenn er Essen dabei hatte. Komm raus. Nochmal. Junge, du liegst im Weg. So, ich hoffe, das ist jedem eine Lehre, der jetzt hier fliehen will, ne? Freunde, nicht mit mir. Ich wusste, dass der Pisser abhauen will. Aber gibt es nicht. Alter, ich kann bald schon wieder einen Transport rufen. Ah, wobei, okay, wenn wir ihn geschnappt hätten, hätten wir wahrscheinlich mehr Geld bekommen, als wie, dass wir ihn abgeknallt haben, ne? Vor allem unter der Sonnenblende, die kann ich ja gar nicht irgendwie hoch oder runter machen. Und der Kühlergrill war auch nicht markiert. Und dran denken oder an den Sitzen, ne? So, dann holen wir erstmal die Ware hier raus. Da ist nix. Da ist auch nix. Kann ich hier dann nicht auch raus? Nein. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass irgendwie die Sonnenblende markiert war, ne? Hör zu. Da ist nix. Ich weiß, Luftfilter ist noch. Da brauche ich meinen allzeit bereiten Knüppel. Und noch ein bisschen Kokain. Hinterm Kühlergrill. Das ist ja auch mal eine ganz andere Nummer hier. Aber da sehe ich diesmal nichts. Man lernt ja auch nie aus, ne? So, der Reifen-Ding habe ich schon. Hier kann ich nichts erkennen. Drin habe ich schon durchwühlt. Außer hinten. Raus, raus, raus. Der Himmel. Ah, hier ist auch noch was. Ich glaube, mein Knüppel ist auch bald kaputt. Also ich kann das Auto. Kann ich fahren? Wo ist denn der? Oh ja, kann ich. Cool. Will ich aber gar nicht. Weil ich muss ja noch die Drogen suchen. Oder kann ich das dann behalten? Bringt mir aber nicht viel. Weil ich die Karre hier komplett auseinandergenommen habe. So, mehr sehe ich hier aber nicht. Hier ist nichts drauf. Und damit ist der Knüppel im Arsch. Ich hole mal eben neun. Guten Morgen. Ein neuer Knüppel. Dankeschön. Jetzt kann ich eigentlich auch das ganze Auto auseinanderfetzen. Also ich gibt's da keine Strafe mehr für. Aber bringt mir halt nichts, außer dass meine Werkzeuge dann durch kaputt gehen, ne? Da ist nichts drin. Und hier sehe ich auch keine Markierung. Ich will nicht schon wieder irgendein Zeug übersehen. Das wäre echt traurig. Aber unter den Sitzen war diesmal auch nichts, ne? Da ist nichts. Da ist auch nichts.
Und da sehe ich auch nichts. Okay, ich würde jetzt fast behaupten, wir haben alles, ne? Kühlergrill haben wir gefunden. War hier nichts. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Okay, dann... Räum weg, Genosse. Ach, das zielt gar nicht mehr, weil wir den Typen abgeknallt haben. Okay. Oh, gut zu wissen. Ich hatte jetzt nicht schon wieder Bock auf eine Verfolgungsjagd. Das kostet immer so viel Zeit. Wie er sich einfach seelenruhig in sein Auto setzt und einsteigt und losfährt, ne? Ich knall die jetzt nur noch alle ab, ist mir egal, wa? Wenn die flüchten oder versuchen zu flüchten, dann versuche ich die abzuknallen. So, kaputter Scheinwerfer, da haben wir kaputte Reifen. Kakastan und Gelb. Und Scheinwerfer. Der hat einen kaputten Scheinwerfer. Du steigst erstmal aus. Du willst deine Papiere haben. Und da kommt auch noch aus Kakastan. Na, ganz toll. Uff. Hat er eine Sonnenblende? Nein. Da ist nix. Hier kann ich auch nichts sehen. Scheint hier zumindest schon mal sauber zu sein. Da auch. Der Reifen ist okay. Hier ist keine Markierung. Aber wie kann man das denn hier hinterm Kühlergrill sehen? Müsste ich den dafür auch raushauen, ja? Dafür brauche ich aber erstmal einen Beweis, dass der überhaupt was hat. Aber jetzt sieht es nämlich nicht danach aus, dass der was hat. Auch wenn gleich zwei der Tipps auf den zutreffen. Alles raus. Hallo. Dann prüfe ich erstmal deine Ware. Hier ist nichts drauf. Das Auto habe ich jetzt geprüft. Wenn hier jetzt nichts ist, dann hat er auch nichts. Auch nix. Auch nix. Ich glaube, der ist clean. Sonst hätte ich schon was gefunden. Okay, dann lass mal gucken. 8 Zement, eine Toilette, 2 Waschmaschinen und 4-mal Seife. Das passt also. Das heißt, den Scheiß kannst du schon mal wieder einräumen. Dann muss ich einmal kurz auf die Einreisebestimmung gucken. So, er darf 6 Lebensmittel, 3 Haushaltsgeräte, 4 Chemikalien. Ist Zement ein Chemikal? 3 Haushaltsgeräte, Toilette, Waschmaschine. Zement ist da gar nicht von betroffen, ne? Lebensmittel, Haushaltsgeräte, Chemikalien. Das sind Chemikalien, 4 Stück, darf er haben. Haushaltsgeräte habe ich insgesamt 3. Darf er auch haben. Und Lebensmittel, das ist Material. Okay, das heißt, das passt und er darf damit auch einreisen. So, dann lass mich mal gucken. Das Bild passt. Müssen wir nur noch gucken, ob alle anderen Daten passen. Das passt auch. Das passt.
bis Januar 82 und 24. Mai, das passt auch. Das heißt, bis zum Frachtbrief passt das alles. Dann geht es jetzt um den Fahrzeugtyp. Das soll ein Grazduck sein. Grazduck. 4 Tonnen. Ist da knapp drunter. Das ist okay. Das ist auch ein Grazduck. Das heißt, Fahrzeugtyp passt auch. Dann haben wir DDA-0391WZ. DDA-0391WZ. Das passt auch. Dann ist nur noch die technische Untersuchung dran, ne? Das passt da alles. Da fällt er nicht drunter. Okay, dann ist nur noch die technische Untersuchung dran, ne? So, das heißt, da fehlt ein Spiegel. Der nur ein Scheinwerfer? Ein Schein, okay. Fehlender Spiegel. Stoßstange ist dran, ne? Junge, weil ich meinen Job hier mache. Wie wär's mal, wenn du deine Fresse hältst? Da ist ein kaputter Reifen. Karosserieteile technisch, sieht das gut aus. Das ist alles dran, ne? Der Reifen ist okay. Ein kaputter Scheinwerfer. Hat er hinten eine Stoßstange? Nee, hat er nicht. Also nicht eine als solches. Mal wieder zu den Schuppen hier, sonst sehe ich nichts. Das ist in Ordnung. Da ist noch ein kaputter Reifen. Karosserietechnisch sieht auch alles gut aus. Und die Scheiben sind auch. Der ist rundum verglast. Ja, mein Freund, dann darfst du rein. Mein Mikrofon? Wie meinst du mein Mikrofon, Aua? Was ist los? Muss schon ein bisschen genauer sein. Habe ich übersteuert? Kann er rein nicht. Wobei doch, kann durchaus. Aber eigentlich sollte ich nicht übersteuern. So, das war eine perfekte Prüfung. Scheinwerfer Kakastan. Das ist okay. Geräusch. Wie Geräusch? Was denn für ein Geräusch? Sei doch mal deutlicher, was ist los? Sage mir, was für ein Geräusch. Hat es geknistert oder was? Macht das jetzt das gerade die ganze Zeit oder war das nur kurz? Okay, du bist kein Schmuggler auf jeden Fall. So, dann das Bild passt. Dann prüfen wir einmal schnell die Namen. Ist ja schon wieder spät hier. So, das passt auch. Das ist okay. Oktober, August ist auch okay. Dann deine Ware checken. Ich finde auch diese Fahrzeugprüfung, Alter, ist alles viel zu lange. So, alles raus. Das ist da, das ist auch da. Sehr viel Zement. So, hier gucken wir einmal überall rein. Nur zur Sicherheit. Ja, hast recht. Hä? Womit habe ich recht? Womit habe ich recht? Sprich mit mir, bitte. Okay, lass mich nochmal schnell gucken. Das merke ich mir nämlich nicht. Lebensmittel, Haushaltsgeräte, Chemikalien. 634. Okay, Haushaltsgeräte sind zu viele. Damit darf er nicht rein. So, dann haben wir eine Waschmaschine. Zweimal Gas her, zwei Toilette, sieben Zement. Der Frachtbrief passt. Dann ist jetzt das Fahrzeug dran. Es knistert. Knistert es denn die ganze Zeit? Warte, ich mach das einmal aus und wieder an. So.
Jetzt besser? Ab und zu. Okay. Dann sind vielleicht die Batterien gleich wieder leer. Ja, ja, Entschuldigung. Ich wurde hier gerade abgelenkt. So, dann ist jetzt dein Auto dran, ne? Haben wir das Gewicht? Ein Zagre 53. Jetzt ist besser. Okay. Gut, dann hat das vielleicht gerade einen kleinen Knacks gehabt. Okay, ist ein Zweiachser mit Zwillingsbereifung hinten. Und so ein Ding, das ist in Ordnung. 349 passt auch. Und Kennzeichen XZX7590JA. XZX, das passt auch. So, technische Überprüfung. Spiegel ist dran, das ist dran. Scheibe ist okay. Reifen, Karosserie sieht gut aus. Mach mal dein Ding hier wieder zu. Stoßstange hinten, auch nicht als solches. Beleuchtung ist in Ordnung. Das passt auch alles. Ja, sieht gut aus. Rein darfst du trotzdem nicht. Sorry, dass das so lange gedauert hat. Ist schon spät. Ja, du hast zu viel Zeug dabei. Ja, ja, ich weiß. So, der letzte für heute. Gelb ist der nicht. Kakastan und ein gesprungener Scheinwerfer. Perfekt. Okay, der hat schon mal keinen gesprungenen Scheinwerfer. So, bist du aus Kakastan auch nicht? Mit was handelst du denn? Wodka. Ich glaube, wir haben Wodka, ne? Ich hole eben schnell Wodka. Wodka, Wodka. Haben wir Wodka? Wir haben Wodka. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viel. Bring nämlich alles mit. Zack. Was nimmt denn der dafür? 39. Oh, super, passt ja. Alle nimmt der. Dankeschön. So, das Bild passt. Soll das sein? Illig. Kann ich ja schon mal aufschlagen. Da. Wodka Gorbatschow. Jetzt haben wir keine Wodka mehr. So, der hat auch Kohle dabei. Also schmuggelt der hoffentlich. Also wahrscheinlich nicht. So, Passnummer ist auch okay. 7. Mai ist bis morgen gültig. 30. November ist auch okay. Dann HDQ. 9149CZ. 9149CZ. Ist auch okay. Das ist auch ein billig. 6,2 soll der wiegen. Mal gucken. 6,4. Schade. Passt leider nicht. So, dann wollen wir hier mal eben gucken. Einmal Kohle. Einmal Kohle. Das ist so eine geile Mengenangabe. Einmal Kohle. Das heißt, Frachtbrief passt auch. Dann ist ja nur noch die technische Untersuchung, ne? Kohle war ja Baumaterial. So, hat der hinten eine Stoßstange? Nee. Ich glaube nicht, nee. So, dann lassen wir eben schnell gucken. Das sieht gut aus. Die Reifen sehen gut aus. Das ist alles dran. Kotflügel sind dran. Ich beeile mich auch. Ich will ja auch nach Hause. Spiegel ist da. Scheiben sind drin. Der auch. Ja, würde ich sagen, sieht gut aus, ne? Der kann. Kann er passieren? Nee, kann er nicht. Du bist zu schwer. Du hast zu viel Kohle, Bliat. So, das war's für heute. Hau ab, ich muss pennen. Sehr schön. So, das war's für heute. Dann ruhen wir uns erstmal eine Runde aus hier, würde ich sagen. Obstawko, Marysiu!
Navšadu ist jo choroshni den najahač akaristanska. Ja, ein weiterer wunderbarer Tag. Da kommt schon der erste angezuppelt. Und der ist gelb, ne? Der ist gelb. Kagastan und ein gesprungener Scheinwerfer. Das heißt, er kann sowieso gleich schon mal aussteigen. Und den baller ich sofort ins Gesicht. Kollege. Ataiche. Dankeschön. Okay, ich habe eh nichts mehr zum Handeln. Bitte aussteigen. Hat er mir gesagt. So. Dann lass Papa mal gucken. Okay, so du redest, hast du irgendwas zu verstecken hier? Da sehe ich nix. Ich weiß nicht, ich würde den eigentlich nur mal so grob durchleuchten. Um zu gucken, ob da überhaupt irgendwas dran wäre. Direkt festgenommen. So. Und jetzt kann ich ihn die Bude richtig auseinander pflücken. Wie offensichtlich. Was bist denn du für ein schlechter Schmuggler, Alter? Junge, 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 Junge. Das war ja schon dumm. Dann muss ich ja bald wieder einen Transport rufen hier. So, wir gucken erstmal außen. Ich finde, in Kotflügeln ist viel zu selten was versteckt. Es sind halt immer irgendwie dieselben Sachen hier. Ab und zu reißt mal einer aus. Ach, das ist der Bremszylinder. Aber ansonsten finde ich so hinter Karosserieteilen und so ist eigentlich zu wenig. Für meinen Geschmack. Jetzt muss ich hier nochmal eben zwischenlugen. Hier noch irgendwo was sein könnte. Siehst du halt hier überhaupt nicht gut. Da oder nicht? Nee. Okay, dann ist jetzt das Zeug fällig. Ganz schön windig heute. War schon immer so. Scholek. Was ist los? Sonst ist hier nix, Alter. So wenig hat sich ja nicht mal gelohnt. Was ist denn los? Keine Schlange. Sonst hat der nichts dabei. Das glaube ich jetzt aber nicht. Das ist ein bisschen. Das fand ich jetzt aber ein bisschen. Nur dreimal Waffen? Das halte ich irgendwie für ein Gerücht. Das glaube ich nicht. Das möchte ich nicht glauben. Das möchte ich echt nicht glauben. Der letzte, der so wenig hatte, der hat noch woanders Sachen versteckt. Okay, das Wetter ist heute kacke. Deswegen ist das hier so windig. Aber bei dem letzten war auch die Stoßstange nicht markiert. Kann ich hier vorne? Okay, hinter Kühlergrill kann ich gar nicht. Und der hat so gesehen gar keine Stoßstange. Aber dann war das anscheinend alles.